Hallo und herzlich willkommen zurück zu Geheimakte Tunguska. Ja, wir haben im letzten Part die Katze ins Haus geschickt und haben gesehen, dass sie aufnimmt, genau. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir die Katze zurück? Und wie schon gesagt, ich weiß es, wir rufen in der Telefonzelle an und lassen sie rauslaufen. Mal sehen, wie die Katze auf meinen Vibrationsalarm reagiert. Wahrscheinlich nicht so gut. Da hört man sie schon. Da läuft sie. Na toll. Die Katze sitzt auf dem Baum und mein Handy ist in einer Astgabel hängen geblieben. Wie soll ich da jetzt rankommen? Da ist das Handy. Na, Nina, streck dich mal ein bisschen. Da komme ich nicht ran. Okay, wir haben eine Radspeiche, die könnte. Ah, ein Besen haben wir. Kann ich irgendwas irgendwie mit dem Besen oder mit irgendwas an. Ich habe die Öffnung der Tüte mit dem Eimerhenkel verstärkt. Okay, verstärkte Plastiktüte mit. Noch ein bisschen Klebeband rum? Ja, das sollte halten. Kescher, perfekt. Das könnte klappen. Sehr gut. Wunderbar. Wollen wir mal hören, ob mich das aufgezeichnete Telefongespräch von diesem Oleg irgendwie weiterbringt? Kalenko, aber ist jetzt nicht mehr da. Nein, Tunguska wurde nicht erwähnt, aber dazu gab es auch gar keine Gelegenheit. Ja, ich denke nur, dass man sich dringend um die Angelegenheit kümmern sollte. In Ordnung. Sie melden sich dann also wieder. Bis später. Sehr ergiebig war das ja nicht. Also, was haben wir denn jetzt? Irgendjemand soll sich um irgendwelche Angelegenheiten kümmern. Hoffentlich bin ich nicht diese Angelegenheit. Außerdem noch irgendwas mit Tunguska. Da stand ja auch schon was in der Mail an diesen Oleg. Ich sollte vielleicht Max später mal danach fragen. Ja, also ich befürchte fast, dass Nina diese Angelegenheit ist. Aber vielleicht sollten wir jetzt ganz schnell wieder zurückfahren. Museum? Max Gruber meinte, er wäre erst gegen Abend wieder im Museum. Ich sollte die Zeit nutzen, um mal ein paar Stunden zu schlafen. Wenn mich meine weibliche Intuition nicht täuscht, könnte ich das sonst bitter bereuen. Haben Sie, was ich wollte? Noch nicht. Wir haben alles durchsucht, aber nichts gefunden. Und Kalenko? Auch da noch nichts. Wir werden wohl andere Optionen in Betracht ziehen müssen. Was Sie machen, ist mir egal. Solange das Ergebnis stimmt. Enttäuschen Sie mich nicht. Oh, wer war das denn? Komisch. Ich fühle mich ständig verfolgt. Selbst als ich vorhin nach Hause gekommen bin, war ich ganz kurz der Meinung, das Gesicht von diesem Kanski am Fenster gesehen zu haben. Naja, wahrscheinlich spielen meine Nerven einfach verrückt. Hoffentlich hat Max was von meinem Vater gehört. So, die kleine Lisa ist auch nicht mehr da. Alles gut. Ich würde sagen, dann laufen wir mal schnell rein, bevor irgendwie wirklich noch dieser Kanski vorbeikommt. Ist auch alles noch beim Alten, oder? Ja, gehen wir mal zu Max ins Büro. Na? Vielleicht zuerst in Papas Büro. Ist auch noch alles gleich, oder? Haben wir hier nichts übersehen, nichts Neues? Da ist noch dieses Münzrätsel, Schreibtischkarte, Heizkörper, Heizungsventil. Mit dem Ventil kann man die Heizung bei Bedarf entlüften. Wenn ich das Ventil jetzt aufdrehe, saue ich hier den ganzen Boden ein. Okay. Das ist dann wahrscheinlich auch für später gedacht. Voilà. So. Gehen wir mal zum Max. Hallo, kann ich kurz stören? Sie stören nicht, ganz im Gegenteil. Hat sich Ihr Vater gemeldet? Nein, leider nicht. Und ich bin gestern Nacht auch noch überfallen worden. Überfallen? Ist Ihnen was passiert? Nein, keine Sorge. Aber da muss es ja wohl doch um einiges gehen. Haben Sie wirklich keine Ahnung, was das sein könnte? Nein, ich.
Er war in den letzten Tagen etwas gestresst, aber das kam bei ihm schon mal vor. Im Nachhinein könnte man dann natürlich alles Mögliche reininterpretieren. Aber wirklich auffällig? Nein, eigentlich nicht. Schade. Sie haben mir doch gestern Abend Hilfe angeboten. Gilt dieses Angebot noch? Aber selbstverständlich. Ich heiße übrigens Max. Nina, aber das wissen Sie. Das weißt du ja. Also, dann schieß mal los. Fangen wir doch mal mit Tunguska an. Ich habe in den letzten Stunden mehrmals was von Tunguska gehört. Weißt du was darüber? Meinst du die Tunguska-Katastrophe von 1908? Ja, kann schon sein. Anfang des letzten Jahrhunderts ist da etwas explodiert. Die Zerstörung soll enorm gewesen sein, aber man weiß bis heute nicht genau, was damals wirklich geschehen ist. Dein Vater war doch früher mal auf einer Expedition in Tunguska. Du müsstest das doch eigentlich wissen. Wir haben nie viel über das gesprochen, was er früher gemacht hat. Nach dem Tod meiner Mutter wollte er nicht mehr über seine Arbeit in Russland sprechen. Oh, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ist lange her. Sie ist damals bei einem Autounfall gestorben. Kurze Zeit später sind wir dann nach Deutschland gekommen. Ich glaube, mein Vater wollte damals einfach alles hinter sich lassen. Und dein Vater hat nie mehr von seiner Arbeit in Russland gesprochen? Hast du denn nie nachgefragt? Nein, er hat mich einmal gebeten, dies nicht zu tun. Und ich habe mich daran gehalten. Auch wenn ich manchmal schon neugierig war. Naja, ein bisschen was kann ich wohl noch zusammenkriegen. Also, 1908 ist ein bis heute unbekanntes Objekt über der sibirischen Taiga abgestürzt. Durch die enorme Druckwelle und eine gewaltige Feuerwand wurde ein riesiges Areal völlig zerstört. Die dort lebenden Hirten, die sogenannten Ewenken, wurden mitsamt ihrem Vieh durch die Luft geschleudert oder verbrannten. Es gab kaum überlebende Zeugen. Es wurden dann zahlreiche Expeditionen unternommen, um der Ursache dieser Katastrophe auf die Spur zu kommen. Aber trotz aller Anstrengungen konnten vor Ort keine Hinweise gefunden werden. Und so entstanden im Lauf der Zeit zahlreiche Theorien. Angefangen vom Absturz eines Meteoriten, über das Auftreten einer unbekannten Energie, bis hin zur Explosion eines Raumschiffs. Das ist alles, was mir spontan zu dem Thema einfällt. Aber ich habe im Archiv noch irgendwo ein paar Artikel über das Tunguska-Phänomen rumliegen. Soll ich die mal holen? Ja, das wäre lieb. Dieser Oleg hat's erwähnt. Und ich habe eine Mail meines Vaters an ihn gelesen. Da stand auch was davon drin. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Okay, ich muss hier noch ein paar Kleinigkeiten regeln. Dann werde ich mich mal im Archiv umsehen. Dankeschön. Okay, dann haben wir hier noch den Eddie. Eddie hat gestern Abend irgendwas von seltsamen Gestalten in schwarzen Roben gebrabbelt. Gestern habe ich ihn nicht so richtig ernst genommen, weil seine Ausführungen etwas, sagen wir, seltsam klangen. Aber ich habe heute mit einem kleinen Mädchen gesprochen, die gestern Abend was Ähnliches beobachtet hat. Sie hat sogar ein Foto von diesen Kuttenträgern gemacht. Leider ist nicht viel darauf zu erkennen, aber ich sollte auf jeden Fall noch einmal mit Eddie sprechen. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Nein, keine Ahnung. Ich habe ihn schon den ganzen Tag über nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo verkrochen und versucht, das Ganze zu verarbeiten. Du meinst, er trinkt wieder? Ich befürchte, ja. Es sei denn... Es sei denn was? Ach, nichts. Nichts? Rück schon raus mit der Sprache. Naja, wenn diese seltsamen Männer in Schwarz bemerkt haben, dass er sie beobachtet hat... Du meinst, sie sind zurückgekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß derzeit überhaupt nicht, was hier eigentlich passiert. Tja, da haben wir beide ja einiges gemeinsam. Gut, das wäre natürlich doof, aber das kleine Mädchen ist ja auch nicht verschwunden. Vielleicht versucht der Eddie wirklich einfach nur irgendwo das Ganze zu verarbeiten. Diadem. Diesen Zettel habe ich in den Unterlagen meines Vaters gefunden. Sagt dir das was? LA60AK19AL. Hört sich an wie eines unserer Ausstellungsstücke. Was soll damit sein? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. So spontan leider nicht, aber ich kann das gute Stück ja mal holen. Der Zettel mit der Beschreibung des Diadems fehlt, aber den hast du dann wohl gerade in der Hand. Mehr weiß ich darüber leider auch nicht. Vielen Dank. Kann ich mir das mal in Ruhe anschauen? Klar, aber vergiss bitte nicht, das später wieder zurückzulegen. Dein Vater reißt mir sonst nämlich den Kopf ab. Wenn er das noch kann. Hey, hör auf mit solchen Gedanken. Wir werden ihn schon finden, versprochen. Ja, hoffentlich. Es muss einen wichtigen Grund geben, dass mein Vater den Zettel mit der Beschreibung des Diadems zu Hause aufbewahrt hat. Aber welchen? Und was ist das mit der wahren Prinzessin? Er hat mich manchmal so genannt. Ob das irgendeine Nachricht ist, mit der ich was anfangen können sollte? Denk nach, Nina. Und denk schnell. Naja, also wenn es nach der Nachricht gehen würde, dann müsste Nina das Diadem aufsetzen. Aber sagt dir der Name Oleg Kamborski was? Kamborski?
Oleg Kamborski? Nein, gar nichts. Sollte es? Das weiß ich leider auch nicht so genau. Okay, das war gerade ein bisschen auffällig, ehrlich gesagt, aber... Diese Sachen über Tunguska aus dem Archiv. Ja, werde mich sofort auf den Weg machen. Kann aber etwas dauern, bis ich mich durch die Unterlagen gewühlt habe. Kein Problem, ich werde hier warten. Einen Moment. So, weiter geht's, Entschuldigung. Also, der Max ist jetzt weg. Wir können uns eigentlich ungestört in seinem Büro umgucken. Hier sind noch ein paar Ausstellungsstücke, wie er gemeint hat, die bei ihm gerade zwischengelagert werden. Das Diadem. In dem Diadem fehlen 3 Steine. So sieht es eher unscheinbar aus. Trotzdem scheint es meinem Vater sehr wichtig zu sein. Ich sollte herausfinden, warum. Okay, auf dem Zettel stand ja drin, welche Steine rein müssen. Das war, glaube ich, ein Amethyst, ein Smaragd und... Ja, und gute Frage. Auf dem Zettel steht eine Nummer. LA60, AK19AL. Ursprünglich waren 3 der größten Edelsteine der Welt in dieses Diadem eingearbeitet. Rubin. Links ein Smaragd, rechts ein Rubin und in der Mitte ein Amethyst. Auf der Rückseite hat mein Vater handschriftlich noch etwas vermerkt. Das Diadem wird die wahre Prinzessin erleuchten und sie wird feststellen, dass Geld nicht der größte Schatz ist. Okay. Also in diesem Glaskolben haben wir ja diesen Stein. Und da wäre, glaube ich, ein Amethyst drin. Also es ist auf jeden Fall was Lilanes. Also ich schätze mal, dass wir die da reinsetzen müssen. Ich glaube, das war so auch. Sonst, was gibt's hier zu entdecken? Totem. Sieht irgendwie bedrohlich aus. Das rote Auge auf dem Totempfahl scheint mich zu beobachten, egal wo ich stehe. Ich glaube zwar nicht an Magie und so ein Zeugs, aber unheimlich ist es mir trotzdem. Okay. Wenn ich Sachen aus Max Büro klaue, wird er mir wohl kaum noch weiterhelfen. Aber dieses rote Auge auf dem Totempfahl, das mich die ganze Zeit anstarrt, macht mich echt wahnsinnig. Leider schaffe ich es nur bei Männern, ihnen die Augen auszukratzen. Vielleicht mit der Radspeiche? So, die Speiche ist zwar abgebrochen, dafür kann mich das Ding jetzt nicht mehr so böse anstarren. Kann nur hoffen, dass Max das nicht auffällt. Rote Glasperle. Das Ding passt da nicht so richtig rein und fällt immer wieder raus. Wir haben doch noch Kleber, oder? Haben wir nicht mehr Kleber? Wir haben kein Kleber mehr. Okay, wäre ja auch zu einfach. Kühlschrank. Mal sehen, was wir da so finden. Gipstüte, Säureflasche, rote Glasperle. Aus Gips könnte man was Klebriges machen, oder? Also was Festes so gesehen. Bevor er trocknet, aber das war's dann auch schon. Dann gehen wir, glaube ich, mal zurück. Und ich guck mal, ob ich dieses Gesteinsding in dieser Maschine da irgendwie... Nee, okay. Da haben wir Postkarte. Die Schale ist innen schon etwas porös. Haben wir da nicht was reingetan? Gelbe Scherbe. Ich habe die beiden Gläser übereinander gelegt. Sie schimmern jetzt grünlich. Ah, okay. Ah, dann hätten wir grün, rot und lila. Lila, lila, lila. Ich würde irgendwas kombinieren. Der Säureflasche. Ich werde die Säure mal vorsichtig über den Stein gießen. Die Säure scheint ganze Arbeit zu leisten. Der Stein zersetzt sich langsam. Ich sollte ihn nur rechtzeitig wieder aus der Säure nehmen, sonst ist dieser undefinierbare Einschluss auch gleich mit weggeätzt. Okay, jetzt hätten wir rot, grün und Amethyst. Sogar ein echter Amethyst. Okay, und Gips kann man erstmal nicht da irgendwo anwenden. Aber man kann die Schale tun, tatsächlich. Jetzt haben wir eine Porzellanschale mit Gips. Gips mischt man doch mit Wasser an, oder?
Wenn ich mich nicht irre, wenn man eine Heizung entlüftet, kommt Wasser raus, oder? Ja, sieht richtig aus. Vielleicht hätte ich das Ventil nicht ganz so weit aufdrehen sollen. Da ist eine Menge Wasser rausgekommen. Kit in Porzellanschale. Anders. Hoffentlich weiß ich genau, was ich da tue. Das Diadem ist jetzt jedenfalls nahezu jeglicher Schönheit beraubt. Oh, unschön. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Sehr gut. Ich hoffe, das Ding ist an der richtigen Stelle. Sobald der Kit trocken ist, werde ich es nur noch mit roher Gewalt abkriegen können. Ja, so müsste es halten. Meine Ersatzjuwelen sind zwar nicht wirklich schön, aber Bastelarbeiten waren noch nie meine Stärke. Kannst du es anziehen? Ich glaube nicht, dass ich durch das Tragen des Diadems der Erleuchtung näher komme. Der Erleuchtung. Da war doch was. Erleuchtung, Erleuchtung, Licht, Lampe. Nee, nochmal tue ich mir dieses Ihr Vater muss erst tot sein, bevor wir nach ihm suchen, bestimmt nicht an. Aus Versehen aufs Telefon geklickt, Schwung. Die Lampe. Diadem. Lampe. Erleuchtung. Ob ich jetzt erleuchtet werde? Wow, es hat funktioniert. Krass. Auf den Plan. Unser Inventar ist jetzt fast leer. Da scheint jemand mit einer unsichtbaren Tinte einen der Räume besonders gekennzeichnet zu haben. Durch den farbigen Lichtstrahl ist die Markierung jetzt sichtbar geworden. Da es hier keine Legende gibt, habe ich leider keine Ahnung, wo dieser Raum Nummer 8 genau ist. Scheint aber zu den Räumen zu gehören, die gerade renoviert werden. Müssen wir den Max fragen, oder? Oh. Hey, nicht schlecht. Da ist man mal ein paar Minuten weg und schon verwandelst du das Museum in eine Lightshow. Oh, ich... tut mir leid, aber... Schon okay. Was hat das Ganze denn zu bedeuten? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Aber wenn dieses Rätsel wirklich von meinem Vater kommt, dann muss er schon einen guten Grund für diesen ganzen Aufwand gehabt haben. Hast du schon was rausgefunden? Ich arbeite noch dran. Und du? Tunguska. Irgendwas Neues zum Thema Tunguska? Nicht viel. Hier, diese beiden Artikel habe ich gefunden. Tagebuch? Durch den Lichtstrahl hat sich der Fluchtplan da an der Wand farblich verändert. Ein Raum mit der Nummer 8 scheint hervorgehoben zu sein. Ist das einer der Räume, die gerade renoviert werden? Ja, und zwar schon seit Ewigkeiten. Die Bausubstanz in diesem Haus ist leider nicht mehr die beste. Und die Jungs haben ganz schön Schwierigkeiten, das wieder halbwegs hinzukriegen. War in dem Raum irgendwas Besonderes? Nein, eigentlich nicht. Alle Ausstellungsstücke aus diesem Raum werden bei mir zwischengelagert. Suchst du was Bestimmtes? Wenn ich das nur wüsste. Wir können gleich mal in mein Büro gehen. Vielleicht findest du ja etwas, das dir weiterhilft. Okay, das ist doch aber ein krasser Zufall, dass die ganzen Sachen genau bei ihm gelagert werden. Komm, gehen wir mal in mein Büro und sehen uns die Ausstellungsstücke aus Raum 8 an. Schau dich ruhig um. Diese Sachen sind alle aus dem Raum, der gerade renoviert wird. Okay, jetzt können wir uns auch das alles anschauen, oder? Ja. Schon viel. Ah, war so, okay. Ich würde sagen, wir schauen uns im nächsten Part um. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.